Wir sehen uns auf reitschuster.de. Was ist nur in Deutschland los? Das frage ich mich hier im tiefen Süden. Die Nachrichten, die ich lese, die machen mich bestürzt. Gerade erst eine Nachricht erhalten, dass im Herbst selbst ein Einkauf bei Lidl oder bei Aldi nur noch mit Impfung, mit genesenen Nachweis oder mit Test möglich sein soll. Und die Tests sollen ja auch bezahlbar sein. Was bedeutet das dann für den normalen ungeimpften Bürger? Was bedeutet es vor allem für die sozial Schwachen? Können die dann gar nicht mehr einkaufen? Das Gleiche bei Restaurants, wie es heißt, bei Theaterbesuchen, selbst bei Treffen mit Freunden. Ich frage mich wirklich, ist die Politik in Deutschland außer Rand und Band? Sind die Verantwortlichen so daran gewöhnt inzwischen, dass sie eine unglaubliche Macht haben, dass sie die geradezu auskosten? Wir wissen jetzt noch nicht, wie hoch die Inzidenzen sein werden. Wir wissen jetzt noch gar nichts, wie es im Herbst sein soll. Und hier wird schon die Freiheit im Voraus sozusagen begraben. Mich bestürzt das, mich macht das betroffen. Ja, ich würde fast sagen sogar wütend, mit welcher Selbstverständlichkeit hier Grundrechte heute einfach mal so in Abrede gestellt werden. So wie mit kleinen Kindern gehen die Politiker mit den Menschen um. Sie sagen einfach, naja, das erlauben wir ihnen, das nicht. Und hier können wir ihnen das noch wegnehmen, selbst solche Dinge wie ins Restaurant zu gehen, dann nur noch für Auserwählte. Es macht mich wirklich fassungslos, genauso wie die Gleichmut und dieses lakonische Herangehen offenbar von großen Teilen der Bevölkerung, die das einfach mit sich machen lassen und die offenbar damit leben können, dass ihnen da einfach massivst Freiheit genommen wird oder dass geplant wird. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Es befremdet mich zutiefst. Mich befremden auch viele andere Dinge, wie das Urteil bzw. die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Fernsehbeitrag. Ich habe das heute gelesen hier im fernen Süden und ich traute meinen Augen nicht. Ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Also ein Landtag hat sich nicht damit befasst und eigentlich müssen sich alle Landtage mit der Erhöhung der Gebühren befassen. Einer hat es nicht gemacht. Das heißt, die Gebühren dürften nicht erhöht werden. Und dann sagt das Verfassungsgericht einfach mal so frei und frank von der Leber weg. Naja, die sind so wichtig, die öffentlich-rechtlichen Sender. Da ist es egal, was die Parlamente oder dieses Parlament hier machen. Wenn die das Geld brauchen, dann brauchen sie es. Und wir wissen, wie die das Geld ausgeben. Ich war selber in Moskau Zeuge, wo die gesamte Big Band des WDR einfach mal ebenso von Köln nach Moskau eingeflogen wurde zum Jubiläum des dortigen Büros. Ihre Gebührengelder im Einsatz. Riesenneubau beim WDR, wunderbare Honorare für Böhmermann und Co. Riesige Pensionsrückstellungen. Manche sagen ja böse, die öffentlich-rechtlichen Sender sind eine Pensionskasse mit angegliedertem Sendebetrieb. Es ist wirklich zum Mäusemelken, muss man fast schon sagen. Es macht einen fassungslos. Und der Richter, der Vorsitzende, ist auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Das ist ein Merkel-Vertrauter, der im Bundestag war, lange Vizevorsitzender der Unionsfraktion. Da gibt es Bilder aus dem Wahlkampf, wo er gemeinsam mit Merkel posiert. Man hat ihn in Karlsruhe positioniert. Merkel hat ihn durchgedrückt und seitdem dankt er ihr, etwa indem man die Eilanträge gegen die Corona-Maßnahmen einfach nicht angenommen hat, mit dem Klimaurteil, wonach man inzwischen der Staat ja sogar regelrecht verpflichtet ist, Freiheitsrechte wegzunehmen bei den Bürgern im Sinne angeblich von künftigen Generationen. Wenn so etwas in Polen passieren würde, so ein Einfluss der Politik auf das Verfassungsgericht, wenn das in Ungarn passieren würde, oh Gott, unsere Politik und unsere Medien würden Cedero und Mordio schreien, im eigenen Staat egal. Ebenso unglaublich, der Sonderbeauftragte für Folter der UNO will sich jetzt tatsächlich ganz genau ansehen, was in Berlin passiert ist mit diesem unglaublich harten Polizeieinsatz. Ein Mensch ist ja sogar gestorben. Und so weit sind wir inzwischen. Also UNO-Sonderberichterstatter für Folter. Das war für mich immer verbunden mit irgendwelchen autoritären Staaten, mit Diktaturen, mit
unzivilisierten Staatsformen. Und jetzt sind wir so weit, dass sich der mit Deutschland befasst. Und auch das ruft keine große Empörung in den Medien hervor. Die haben ja über Merkel und das Bundesverfassungsgericht die öffentlich-rechtlichen Sender ja jetzt wieder noch mehr Geld bekommen. Und warum sollte man da kritisieren? Man hat den Eindruck, eine Hand wäscht hier die andere. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich auch hier im Süden um den Schlaf gebracht. Es ist sehr traurig, und wenn man das hier sieht, wie die Gelassenheit hier im Süden ist, wie die Menschen ganz anders mit all dem umgehen, dann kommt einem das, was in Deutschland geschieht, noch befremdlicher vor. Ja, ich hätte Ihnen gerne was Schöneres heute berichtet. Ich hätte Ihnen gerne Erfreulicheres erzählt, aber leider, leider kann ich das nicht. Das war's für heute. Ganz herzliche Grüße aus dem Süden. Alles Gute, danke, ciao. Bevor ich es vergesse, auf meiner Seite jetzt ein toller Fotobericht, eine Fotokollage von dieser Polizeigewalt in Berlin. Wenn man sich das anschaut, dann traut man seinen Augen kaum. Schauen Sie rein auf reitschuster.de. Alles Gute, danke, ciao. Wir sehen uns Schönes Backstage habe ich heute nicht, aber ich denke, der Hintergrund ist ein guter Ausgleich für ein Backstage. Die Realität ist inzwischen so, dass sie, glaube ich, jeden Witz ersetzt, nur dass sie leider ein schlechter Witz ist. Fassen Sie die gesamten Nachrichten, die ich Ihnen vorher erzählt habe, einfach als schlechten Witz auf. Schön wär's. Alles Gute. Danke. Ciao.